Freunde, herzlich willkommen zu dem Holster Zero XXL Tasting Stream. Wir haben 11 Sorten von Holster, die wir heute nacheinander testen werden. In der ersten Runde haben wir den Eiskaktus, den Crepe 2.0 und den Bloody Punch. Ja, Crepe 2.0 natürlich, also muss ich ehrlich sagen, ist auch so meine Lieblingssorte von Holster. Und ich finde, der ist wirklich perfekt getroffen. Also ich finde ihn einen Ticken kühler mal wieder. Das gleiche hatte ich ja schon gemeint, dass mir das bei Aino aufgefallen ist. Aber ich muss sagen, die Traube kommt trotzdem sehr, sehr gut durch. Sehr süßlich mit der leichten Herbe im Hintergrund. Mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Im Vergleich zu dem Grape 2 von Holster würde ich sagen, ist er zu 95% dran. Also schon sehr, sehr gut getroffen. Ich finde auch einen Ticken kühler, gebe ich dir ebenfalls recht. Ich finde aber, es sind eben nur diese 95%. Aber es ist eine leckere, sehr moderne Traube. Ja. Es ist ordentlich kalt, was mehr an Cooling erinnert, aber trotzdem Noten von Minze hat. Mhm. Aber nicht nur so eine, also ja. Der Minzshot früher war minziger. Das stimmt, ja. Aber das Cooling war coolingerer. Cooliger. Genau cooliger. So. Aber ja. Er ist nicht ganz auf dem Level vom alten. Das schmeckt wirklich, wirklich stark. Ja, muss ich mich anschließen. Ist nicht so minzig wie der Minzshot, aber trotzdem irgendwie minzig, aber auch Cooling am Start und ist halt eine Traube. Ich habe hier einmal den Eiskaktus. Also ist auf jeden Fall kühler, als ich dachte. Zumindest das, was ich im Gefühl hatte. Es gab mal so eine Zeit, da war der Eiskaktus gar nicht kühl, ne? Und hier habt ihr wieder dieses starke Cooling am Start, finde ich. Ist süß, schmeckt nach Kaktus und ist halt ein Eiskaktus. Aber da fehlt mir wieder sowas. Also ich habe das Gefühl, also ich finde nicht, dass er so geil ist wie früher. Pass auf. Vergleichst du mit dem VTPD-Eiskaktus? Ja, ja, aber das darf man natürlich nicht, ne? Ist, also wäre schon slightly unfair? Ja, wäre natürlich unfair. Wenn ich es mit dem Nach-TBD vergleichen würde, würde ich sagen, geht schon wirklich stark in diese Richtung. Ich muss hier kurz reingrätschen, weil da will ich mit dir diskutieren. Gerne. Ich finde ihn actually besser, als ich den Nach-TPD-Eiskaktus noch im Kopf habe. Ja, okay. Aber weil er auch kühler ist. Der Vor-TPD war deutlich besser nochmal. Ja, aber der war auch viel süßer. Geht halt auch nicht mehr. Ja, der war auch viel süßer, ne? Der war noch ein Ticken süßer, ja. Ja. Ihm fehlt ein bisschen was, aber ich finde ihn actually besser als den fertigen Eiskaktus nach TPD. Ja, Sam, würde ich mich anschließen. Ja. Also der ist schlechter als der vor TPD, aber besser als der nach TPD. Und ihr habt wirklich diese süße Kaktusnote. Mir fehlt da auch diese Spritzigkeit, was den Flavor so ein bisschen abrunden würde, meiner Meinung nach. Aber diese Kühle da mit drin, also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe den Bloody Punch und ich muss sagen, das ist bis jetzt die enttäuschendste Sorte von den drei. Bloody Punch habe ich ja auch sehr geliebt. Deswegen hatte ich auch eben tatsächlich ein bisschen Angst, den Traube zu probieren, weil ich finde den Bloody, der ist gefühlt nur so auf 70%. Also ja, der da fehlt müsste, so ein bisschen Bums irgendwie hinten. Da fehlt die Spritzigkeit, ja. Da fehlt die Frische, wobei, naja, muss ich vielleicht... Nee, Frische nicht. Ja, Frische fehlt nicht. Das war ich immer mit dem Minzshot, den ich noch dran gemacht habe. Kurzer Denkfehler. Aber... Dem fehlt die Spritzigkeit, dem fehlt die Intensität. Also der ist höchstens auf, ich sag mal, 75% vom richtigen Bloody Punch. Also ich wäre jetzt nicht super traurig drüber, aber so richtig geil umgesetzt ist der auch ja, nicht, finde ich. Ich finde den auch so ein bisschen flach, so ein bisschen eintönig. Ja. Also da fehlt einfach so dieses, was den Flavor auch wieder so ein bisschen abrundet. Auch das, was man beim Eiskaktus ein bisschen gespürt hat. Aber beim Bloody fällt es auch deutlich mehr auf als beim Eiskaktus irgendwie. Da muss ich euch einfach zustimmen. Also das ist genau das, was ich auch sagen würde. Ist sehr stark Bloody Punch, klar, aber einfach nicht intensiv genug. Und ich habe das Gefühl, der ist weniger kalt. Aber ich kann auch sein, dass ich mich täusche. Hast du auch mit dem Minzshot gearbeitet? Oh, manchmal. Bei hier, Bloody an manchmal sich war da. Ja nicht besonders kalt. Ja, aber ist dieses Punch-Ding nicht, dass er so Cooling hat? Weiß ich gar nicht, ob das dafür steht. Aber der Bloody war auf jeden Fall nicht kalt an sich. Der war auch davor, also der war nie richtig kalt. Also vielleicht fällt es auch einfach auf, weil wir halt Crepe und Eiskaktus nebendran anhaben. Kann sein, ja. Mhm. Kann sein. Aber ja. Ich finde den von der Kälte her, was ein Bloody Punch mitbringen sollte, finde ich den auf jeden Fall solide. Ja. Ja. Mir fehlt es da wirklich eher an Intensität vom Flavor und der ist ein bisschen flach einfach. Ja, enttäuscht mich. Leider. Bisschen. Ja. Ja, schade. Schade. Schnitt haben wir eben noch drüber geredet. Da waren einige krasse Ästchen mit drin. Oh ja. Und ein paar Blattadern, also wirklich Ästchen, nicht Blattadern, aber auch Blattadern. Und er ist relativ grob. Ja. Wir haben eben auch schon drüber geredet, wir haben schon gesagt, zu grob ist eigentlich kein großes Problem, gehst halt ein bisschen mit der Schere durch. Zu fein wäre das schlimmere Problem, aber so wie der Schnitt ist, ist er auf jeden Fall nicht optimal. Also egal ob Funnel oder Mehrloch, ich finde, den muss man auf jeden Fall mal noch ein bisschen nachschneiden. Nimmst du dir eine Schere, gehst ein paar Mal durch, dann ist okay.
Das mit den Blattadern stört mich auch nicht. Das Einzige, was ich wirklich ärgerlich finde, ist das mit den dicken Ästchen. Das stimmt. Weil die musst du eigentlich schon aussortieren, sonst hast du zum Beispiel bei uns gerade im Lowlord keine Chance. Naja, wir haben ja schon ein paar Ästchen aussortiert, aber wirklich vom Schnitt an sich ist er wirklich ein bisschen zu grob. Aber da kannst du wirklich easy mit der Schere einmal durchgehen, dann passt es auch. Also, ich habe hier einmal den Miss Juicy drin. Soll ja irgend so ein Erdbeer-Beeren-Mix-Zeug sein. Kühl ist er, aber nicht allzu stark. Erdbeere kommt gut raus. Ist auch, glaube ich, der Mono-Flavor nicht, aber ist tatsächlich auch der präsenteste Flavor, würde ich sagen. Und dann kommt irgendwas von... Erdbeere, Himbeere soll es sein. Früher war der süßer als jetzt. Da ist auf jeden Fall einiges flöten gegangen. Ja, also ist jetzt ein bisschen Foreshadowing auf die nächste Sorte. Aber der Wild Punch war ja eigentlich immer der so kalt und bitter in Anführungszeichen war, und der Miss Juicy war sozusagen die süße Alternative dazu, und das geht komplett, also das ist komplett flöten gegangen. Ja. Der ist auch eher, Fahrt ist zu fies, aber meint an sich das Richtige, er hat aber immer so einen bitteren Beigeschmack. Abgestanden, finde ich. Ja, ich muss mich da anschließen, da fehlt irgendwie komplett so die Süße, die man von Miss Juicy eigentlich gewohnt ist, also so, ja, da ist eine Himbeere, ja, da kann man auch eine Erdbeere erahnen, aber das ist alles sehr, sehr bitter. Gerade wenn ich jetzt so überlege, wie krass vollmündig süß die Erdbeere Himbeere von Aino war, fehlt mir hier wirklich extrem die Süße. Also man weiß, dass es Miss Josie sein soll, aber nee. Ist so ein bisschen wie beim Bloody Punch, aber ein schlimmer, finde ich. Ja, weil es halt sehr, sehr bitter ist. Ja. Vor allem, also ich muss sagen, ich benutze momentan sehr, sehr viel den Holster Noir. Und auch da sehr, sehr viel Miss Josie. Und der Noir ist ja auch erdig. Mhm. Aber da kommt trotzdem diese Süße mit durch. Und die fehlt dir halt hier trotzdem komplett, obwohl das ja Virginia hell ist. Ja, hell ist. Ja. So, Kiwi Punch. Und ich muss sagen, der ist auf jeden Fall schon mal besser als der Miss Josie. Er geht auf jeden Fall eher in die Richtung vom Kiwi Punch. Auch hier muss ich sagen, fehlt mir auf jeden Fall so ein bisschen die Süße, die man vom Kiwi Punch gewohnt ist. Der ist auch relativ herb. Und auch wirklich leicht bitter im Abgang, gerade im Vergleich. Also ich meine, Kiwi Punch hat ja immer diese krasse Süße, aber trotzdem diese leichte Herbe im Abgang von der sehr reifen Kiwi. Aber ich finde, hier ist es auch wieder zu viel herb und zu wenig süß. Also hier fehlt auch wieder die Süße, aber geht auf jeden Fall wieder näher dran als Miss Josie. Gehe ich komplett mit. Ich habe dem fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also ich würde sogar sagen, bei dem ist es noch besser als beim Bloody. Ja. Also bei dem fehlt am wenigsten zum normalen Holster, wie man ihn kennt. Aber nee. Alex, also ich würde sagen, Crepe war auf jeden Fall näher dran. Eiskaktus war auch näher dran. Ja, bei denen haben wir uns ja gar nicht beschwert. Ich meine, von uns beschwert haben, ist er noch der am wenigsten schlimmer. Achso, ich dachte, du meinst allgemein, dass der am nächsten ist. Nee, also bei Crepe war es richtig gut. Man merkt beim Kiwi, dass ein bisschen was fehlt, vor allem bei der Süße. Ja. Aber es ist nicht so schlimm oder so viel. Und bei dem wäre ich wieder so, dass ich sagen würde, da stört es mich jetzt nicht so krass. Also ich finde, intensiv genug ist er für mich. Mhm. Also auf jeden Fall. Süße technisch ist halt da schwierig. Ich finde aber trotzdem, es bleibt halt noch ein Kiwi-Punch. Also ist jetzt keine neue Sorte oder so. Also so wie ihr halt auch das Ganze beschrieben habt. Nichtsdestotrotz finde ich ihn gut. Also das ist ein guter Flavor. Solide, ne? Ja, ist ein guter Flavor. Kann man rauchen, wenn man es mag. Der war früher schon, vor allem wenn du den ein bisschen stehen gelassen hast, der hat halt eine sehr Menthol-Cooling-artige Note immer mit drin gehabt. Ja. Und die war auch früher schon bei Hitze schwierig. Was heißt schwierig? Ich fand die eigentlich immer ganz geil, aber die war schon fordernd, sag ich mal. Ja. Weißt du, also die hat sich nicht so easy wegrauchen lassen, aber von der Note her fand ich es immer ganz geil. Du musst wissen, worauf du dich einlässt. Genau. Wenn du einen Zug nimmst, gerade wenn er einen kurzen Moment gestanden hat. Ja, dann kann der schon reinscheppern. Also ich finde einfach, das Ding ist ultra bitter. Ja. Also hardcore bitter. Menschen mögen das vielleicht. Ich mag es halt gar nicht. Ich fand den früher ganz geil. Echt? Ja. Nee, ich fand den früher nicht geil und ich finde den heute auch nicht geil. Ich muss mich da Hasti anschließen. Ich fand früher auch Miss Josie, also ich war auch eher Team Miss Josie als Wild Punch. Ja, voll, voll. Und ich muss sagen, das ist für mich mit Abstand der schlechteste Flavor Stand jetzt. Oh, ehrlich? Ja, ich auch. 1000%, und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also es wird schwer. Also ich finde den auch nicht gut. So, ich habe den Lee Punch drinne. Ganz, ganz wild. Geruchlich. Also man hat es ja, wie gesagt, oft, dass der Geruch ein bisschen intensiver ist als der Geschmack. Aber bei dem ist der Geruch nicht nur intensiver als der Geschmack, der ist auch ganz anders. Vom Riechen war der süß und hat eine saure, spritzige Note. Du bist auch hart verwirrt, ne? Ist was ganz anderes, oder?
Was passiert hier? Also vom Geruch hast du eine süße Note und eine saure Note. Und diese süße Note weg. Und diese spritzige Note, die man im Geruch hatte, ist viel undefinierter. Und für eine Zitrone mit dem Hintergedanke TPD, Citrullin, geht halt nicht mehr. Ist ja auch solide, aber nicht krass. Das wäre mein Fazit zu dem. Also Süße, ja, ist nicht vorhanden. Ist einfach weg. Säure ist auch nicht da. Also so sauer, wie der gerochen hat, auf gar keinen Fall. Also so 0,0%. Es bleibt einfach nur noch der Flavor einer Zitrone. Ich weiß auch nicht, wie man das so beschreiben soll. Denkt euch diese Säure einfach weg und dann bleibt da nur noch der Zitronenflavor. Und genauso schmeckt der. Und der ist kühl, muss man auch sagen, ne? Bisschen. Ja, bisschen. Aber nicht krass, finde ich. Ja, aber Cooling schmeckt man schon raus. Ja, ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mich anschließen. Also du hast halt die leichte Frische auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein... Als ich gerochen habe, war das so... Boah, der könnte richtig geil werden. Der könnte so richtig, ein richtig komplexer Flavor. Du hast diese Süße, aber trotzdem diese Spritzigkeit hinten raus. Und jetzt beim Rauchen ist es so, ja, das ist halt eine Zitrone. Das ist eine solide Zitrone und das war es dann halt leider auch irgendwie. Pistachio. Ich habe lange kein Pistazien mehr geraucht, und deswegen habe ich mich dementsprechend sehr drauf gefreut. Ich dachte, der wäre cremiger im Geschmack. Er ist aber gar nicht so hart cremig, wie man das eigentlich denken würde. Aber er geht schon in die cremige Richtung. Und dann ist es halt ein Pistazie und der ist ultra lecker. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert davon. Was war das denn gerade? Yes! Ja, ich würde, da hast du dir auf jeden Fall recht geben. Das ist eine super abgerundete, sehr leckere Pistazie. Der ist nicht zu bappig süß, der ist nicht zu herb, der ist wirklich für mich fast auf den Punkt. Also so würde ich mir eine Pistazie wünschen. Und den kann man dann trotzdem noch sehr gut in die cremige Richtung schieben, wenn man den mischen würde. Aber ich finde den Flavor sehr, sehr lecker. Ich finde den geisteskrank geil. Ja. Ich finde den geisteskrank geil. Ich finde, man hat ganz am Ende so einen Hauch von diesem typischen Grundtabak. Also was heißt typisch? Für Virginia eigentlich eben nicht typisch. Ja. Aber hier kommt er doch ein bisschen durch bei dem Pistazie. Aber also stört auch nicht, ne? Ist nur was, was man wissen sollte, meiner Meinung nach. Am Ende hast du so ein bisschen diesen typischen Grund, also eben nicht typisch. Du hast am Ende so ein kleines bisschen einen Grundtabak, was für einen Virginia irgendwie ungewohnt ist. Aber abgesehen da vom Flavor her, ist das eine fucking legendäre Pistazie. Ja, strong einfach, ja. Wie hast du schon gesagt, cremiger Flavor, aber für einen cremigen Flavor, du hast danach nicht so ein Bappmaul. Ja. Krasseste Überraschung für mich hier heute Abend. Ja, Watermelon Punch, Wassermelone. Ich persönlich finde ihn eigentlich sehr, sehr gut getroffen. Hast wirklich eine sehr authentische Wassermelone. Erinnert mich irgendwie weniger an den Holster Watermelon Punch, sondern hat was für mich von dem alten Sommo Watermelon Mint, weil der auch wieder hier ein bisschen von der Süße her abfällt, sondern ein bisschen herber ist einfach. Ich finde es hier nicht so extrem wie bei manch anderen Flavoren, aber an sich ist es auf jeden Fall eine super solide Wassermelone. Was man halt wirklich dazu wissen muss, er ist nicht so süß wie ein in der Holz davor war. Also da bin ich komplett beim Alex. Dem fehlt massiv an Süße im Vergleich zu dem alten Holster, aber ich finde das bei der Wassermelone gar nicht so schlimm. Nee, finde ich auch nicht. Also bei der Wassermelone passt das irgendwie ganz gut mit rein. Ich finde, man hat wieder leicht am Ende Tabak. Ne? Also Tabaknoten vom Virginia Tabak. Das ist generell komisch. Für mich, ne, ich hasse ja eigentlich Wassermelone. Und beim ersten Zug war es auch noch sehr schlimm. Dann habe ich mich immer mehr dran gewöhnt. Und jetzt würde ich sagen, ist okay. Also könnte ich rauchen. Wollte ich nicht oder will ich nicht rauchen. Kann ich aber rauchen. Und das ist eigentlich von mir für den Wassermelone schon ein sehr großes Lob. Komisch zu erklären. Wenn es Wassermelone von unglaublich künstlich bis zu komplett natürlich gibt, ist das immer noch auf der künstlichen Seite. Aber verglichen mit anderen Wassermelonen-Flavern ist er sogar sehr wenig künstlich noch. Ja. Aber trotzdem schon künstlich. Schon künstlich, ja. Aber von allen Wassermelonen-Flavern, die ich kenne, am wenigsten künstlich. Ich glaube, es gibt nicht. Und das mag ich an dem. Ich glaube, es gibt auch keinen Wassermelone, der nach Wassermelone schmeckt, oder? Ich gebe euch dazu 1000% recht. Eine Besonderheit beim Holster tatsächlich ist, dass du 75 Gramm Pfeifentabak für 17,90 € bekommst. Ich habe den Eispump hier am Start und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr leckeres Eisbonbon. Also wenn ihr Eisbonbon mögt und auch schon einen Eisbomb davor gemocht habt, muss ich sagen, der ist auch wirklich sehr, sehr gut getroffen. Ihr habt diese Süße, ihr habt die Kühle, ihr habt keine groß störenden, herben Noten dabei, wie es mir jetzt bei anderen Flavoren aufgefallen ist. Also ich finde den sehr gut getroffen.
kann ich nicht viel mehr zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich finde ihn geschmacklich sehr gut. Er ist auch überraschend süß. Ja. Vor allem im Vergleich zu vielen von den anderen Sorten. Ne? Also da hat das gut geklappt mit der Süße. Ich finde aber, ihm fehlt komplett die Kühle. Also nicht komplett, aber für ein, also bei einem Eisbonbon erwarte ich eigentlich, dass ich danach dieses, also bei einem Eisbonbon erwarte ich nochmal, wenn ich danach einatme, dass ich überall noch so ein Minze-Menthol-Feeling im Hals und in der Lunge. Was ist denn mit deinem Körper und Eisbonbon falsch? Wirklich nicht. Warum? Es war schon immer so. Aber was geht da nicht? Weiß ich nicht. Ich mag's ja. Weißt du? Ich mag ja diesen Geschmack von Eisbonbon. Ich mag's. Aber wenn ich dran ziehe und dann auspuste, huste ich instant. Also kühl ist es definitiv nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Eisbonbon soll ja ne, diesen gewissen frische Kick mit reinbringen. Ja. Und mit seiner sehr, sehr schönen Süße. Die Süße hat er aber definitiv. Das muss man sagen. Ja. Der Blue Punch, eine der neuen Sorten von Holze, eine Blaubeere. Ist auch schön süß, sogar überraschend süß, also wirklich gut. Hat so eine Menthol-Blaubeere, M-Eukal-mäßig. Also gibt, glaube ich, M-Eukal gar nicht in Blaubeere, aber so würde ich mir die vorstellen. Also ich finde den gar nicht süß, ich finde den eher übel bitter. So absolut bitter, probier nochmal bitte. Es ist aber absolut keine süße Blaubeere, ganz im Gegenteil, du hast was sehr Bitteres. Oh, der ist jetzt wirklich weniger süß. Oh, perfekt. Also jetzt no joke im Sinne von, ich habe mich umentschieden. Ich finde, der ist gerade weniger süß. Vielleicht durch das Stehen und Aufheizen, dass ich den ersten Zug hatte. Vielleicht. Ja. Ist okay. Also es ist halt ein Blaubeere. Ich finde, der weiß nicht, wo er hin will. Der ist so zwischen normaler Blaubeere und American Blueberry. Ich würde fast sagen, er ist zwischen einer amerikanischen Blaubeere und so einer künstlichen Menthol-Blaubeere. Ja, genau, aber auch nichts davon richtig. Also der liegt wirklich sehr, sehr dazwischen. Top. Das war unser Holster-Zero-Test.